rein bayerisches Duell, wenn wir sozusagen die Wohnorte jetzt mal hier als Referenz nehmen. Eric Whittingham schickt beide Kämpfer nochmal zur jeweiligen Ecke rüber an den Zaun und gibt das Duell frei. Schnelle, knallige Linke, ja. Die ersten harten Aktionen im Stand. Aber da bleibt Woda nichts schuldig. Und zieht ihn runter. Ion Woda jetzt in der Position oben. Ion Woda sieht sich selbst als Allrounder, fühlt sich überall wohl, sowohl im Stand als auch am Boden. Hat er gleich erstmal ein paar Schläge im Stand gucken lassen. Jetzt wollen wir mal gucken, was er wirklich am Boden so leisten kann. Schiebt mit erstmal kräftig seinen Kontrahenten zum Zaun hin, was ungewöhnlich ist. So, jetzt den Arm bindet er Ion Woda mit seinem rechten, versucht er die linke von Bettini wegzuhalten. Bettini bleibt ruhig, bleibt cool am Boden. Macht nicht den Eindruck, als würde er da nervös werden. Na, und vor allem, zack, ganz schnell rumgegriffen, als Woda versucht hat, zum Kopf hinzukommen. Da Bettini wieder den Arm dazwischen. Verhindert das Ground and Pound von Woda. Ja, vor allem macht das auch sehr... sehr ruhig so. Guck mal, die Rechte davon von Bettini, die einfach zack, jetzt hat er das Gelenk sich gepackt. Jetzt geht er schnell wieder zwischen. Das ist wie so ein Gehäkel da. Da muss ich wohl da was anderes einfallen lassen. So wird er nicht viel vorwärts kommen. Bettini bleibt nach wie vor cool, neutralisiert alle Angriffe. Und Woda macht was eigentlich ungewöhnlich ist, anstatt den Gegner ins Freie zu ziehen. So auf die Matte, dass er sich nicht abstützen kann am Käfig. Drückt er ihn selber nach hinten ran. Das ist eine Technik, die machen nur so wenige. Warum? Sollte er so machen, er könnte sich viel mehr Möglichkeiten öffnen, wenn er freie Fläche um sich und seinen Kontrahenten schafft. So, Bettini geht ganz hoch, klammert mit beiden Beinen. Jawohl, komm, schlag weiter. Weiter schlagen, komm. Und verhindert damit natürlich auch, dass Woda den Oberkörper aufgibt und dann die Schläge abfeuern kann. So, das sind jetzt, ja, Schläge könnte man sagen, aber mehr als Berührungen ergeben sich da auch nicht durch. Die Defensivarbeit von Bettini gut, aber. Nichtsdestotrotz, er ist am Boden. Er ist in der Rückenlage. Er verliert so die Runde. Also er muss sich auch irgendwann überlegen, will ich jetzt hier die ganzen 5 Minuten verbringen oder explodiere ich, komme nach oben zu kommen. Stark nochmal aufgesetzt. Ist natürlich auch ärgerlich, wenn du so die Runde verlierst. Da war fast ein Armhebel. Das hätte natürlich auch sein können, dass Woda darauf nicht gefasst war. Jetzt geht er in die Seitposition. Jetzt wird es bei Bettini und ganz schlimm. Oh, ganz schlecht. Das ist die schlechteste Position, die du überhaupt haben kannst, wenn du am Boden bist. Und jetzt Hammerfist von oben runter. Stark gemacht von Bettini, dass er noch einmal kurz gegenkommt. Drückt sich am Zaun ab, das darf er. Aber die Verteidigung ist jetzt ganz schwierig. Und jetzt nimmt er Treffer um Treffer. Und Woda weiß um diesen Vorteil. Drückt den Gegner, man sieht es mit der rechten runter. Es wird noch eine lange Minute noch. Und bearbeitet ihn jetzt. Round and Pound ganz stark. Fausteinsatz von Ion Woda. Und nach 4 Minuten in der ersten Runde heißt der Sieger dann eben auch Ion Woda. Ja, und ich korrigiere mich. Es war doch keine lange Minute. Der Kampfrichter hat vorher abgebrochen. Man hätte vielleicht auch noch einen kleinen Moment laufen lassen können. Aber es wäre nicht besser geworden, denn er saß sattelfest da oben auf. Und Bettini, der sich bis dahin so in der Rückenposition gut verteidigt hatte, war in dem Moment, in dem Woda diese Mount-Position hier komplett eingenommen hat,
ihm einfach nur noch ausgeliefert. Er konnte so ein bisschen mal ab und zu schieben, kurzzeitig hier nochmal so einen Schnäpper machen. Aber dann, was war jetzt noch zu tun? Da ist keine aktive Verteidigung mehr. Er hält nur noch eine Doppeldeckung. Absolut richtig. Das war dem Ende entgegengesteuert. Und von daher alles richtig gemacht, den Kampf da abzubrechen. Und Eric Whittingham ist wirklich ein alter Fuchs als Referee, der beobachtet und hat auch schon relativ lang bis dahin laufen lassen. Zum Schutz des Kämpfers macht es dann auch Sinn, vielleicht eher das eine oder andere Sekündchen früher abzubrechen. Meine Damen und Herren, war ein sehr schöner Kampf und ich hätte ganz gerne einen sehr lauten Applaus, und zwar für beide Kämpfer vor dem Urteil. Jon Boda, Paolo Bettini, danke für diesen Kampf. Ladies and Gentlemen, Kampf Nummer 3 endete durch Referee Stoppage. Grund dafür war ein heftiges Ground on Pound. Das Ende kam nach 4 Minuten einer Sekunde in der ersten Runde. Der Sieg geht an den Mann aus Rosenheim, Jon Boda. Boah, und der wird vor allen Dingen besonders froh sein, weil er hatte zuvor zweimal in Folge verloren, Jon Boda. Und das ist dann auch ganz wichtig für die Psyche, einfach mal für den Kopf, dass so ein Duell wieder für einen entschieden wird, dass er es auch selber gefinisht hat